Ein herzliches Willkommen an all euch Zuschauer vom Bibeltag, eine neue Folge. Ich werde gleich noch den Titel sagen, aber sei einfach gegrüßt. Schön bist du hier. Einen lieben Gruß hier aus Zürich, der Schweiz. Und auch aus Grasau von mir. Ja, wir haben ein neues Thema. Und zwar wirst du ein bisschen schmunzeln oder hast geschmunzelt, dass du dieses Thema gelesen hast. Ich sage dann gleich noch, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Das Thema heißt heiße Eisen. Und wir alle, die eine Vergangenheit als Kinder haben, wir wussten ziemlich schnell, schon als Kleinkinder, weg vom Herd. Dort ist es gefährlich. Dort kann man sich verbrennen. Und es ist schon so, dass wir auch als Erwachsene immer wieder mit sogenannten heißen Eisen konfrontiert sind. Und der Martin und ich, wir haben uns Gedanken gemacht, wo sind denn unsere heißen Eisen zu finden? Dieser Kanal ist ja ganz speziell für Menschen, die einen Hintergrund haben oder mal in Kontakt waren mit Zeugen Jehovas. Es ist ja auch auf dem Kanal Hilfe für Zeugen Jehovas. Und es geht darum, dass wir ja mit Thematiken, die uns eigen sind als Ex-Zeugen Jehovas, wenn wir mit anderen diskutieren, wo wir einfach unsere liebe Mühe noch haben oder wo wir andere Ansichten haben oder geprägt sind aus unserer Vergangenheit in dieser Religionsgemeinschaft. Und wir möchten eigentlich in diesem Bibeltag gar nicht auf einzelne heiße Eisen eingehen. Also ich mache mal ein Beispiel. Hölle, Trinität, Heilsgewissheit und. Leben auf der Erde oder Leben im Himmel. Von was spricht die Bibel? Dieser Tag sollte eigentlich nicht da sein, dass wir auf diese Thematiken jetzt eine biblisch fundierte Antwort geben, aus unserer Sicht natürlich, sondern wie gehe ich um, wenn ein anderer Mensch eine andere Meinung als ich habe? Wie gehe ich mit heißen Eisen um? Welche sind die Möglichkeiten, dass ich das Eisen ein bisschen lauwarm werden lassen kann, dass ich besser im Kontakt? Und das ist unser Ziel dieses Bibeltags. Wir werden drei Ziele verfolgen in diesem Bibeltag. Der erste Punkt wird sein, wie kann ich einen respektvollen Dialog mit anderen Menschen, die eine andere Ausrichtung haben, die die gleiche Bibel wie ich lesen, aber zu anderen Schlüssen gekommen sind. Wie kann trotz Differenzen ein respektvoller Dialog stattfinden? Wohlgemerkt, einen Dialog. Nicht jeder geht seinen Weg, sondern dass man trotzdem noch am gleichen Tisch sitzt und miteinander diskutieren kann. Der zweite Punkt wird sein, dass wie kann ich Verständnis und Empathie Menschen gegenüber kundtun, die einen religiösen anderen Hintergrund als ich habe. Und der letzte Punkt wird sein, wie kann ich die Betonung der biblischen Grundlage für Liebe, Respekt und friedliche Diskussionen herausstreichen im Kontakt mit anderen Menschen. Und lieber Martin, ich frage dich gerade mal ganz direkt, wann hast du dein letztes heiße Eisen in der Hand gehalten? Es war gerade gestern. Gestern hatte ich eine WhatsApp-Nachricht von einem lieben Mitchristen der Jehu. Hallo Jehu, ich grüße dich von hier. Und du hast mir da eine WhatsApp-Nachricht geschickt und die habe ich natürlich angehört. Und da ging es auch um Hölle und so weiter und habe mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Mein heißes Eisen, mein erstes heißes Eisen nach meiner Wiedergeburt als bekennender Christ und Nachfolger von Jesus war in einer ganz speziellen Umgebung. Ich habe die Angewohnheit, hat vielleicht ein bisschen auch was von meiner Herkunft zu tun. Meine Mutter ist in den Bergen aufgewachsen in der Kindheit, nicht in Zürich. Und zwar in Giesentis auf etwa 1300 Meter. Und dort hat es ein ganz, ganz altes Benediktinerkloster. Und irgendwann, vor etwa 5 Jahren, habe ich
wirklich eine Auszeit gebraucht, eine stille Zeit und habe da diese Internetseite gefunden, bin dann darauf und habe gesagt, ja, das ist auch für Manager und für einfach Leute, die einfach mal eine handylose, eine stille Zeit zusammen mit den Benediktinermönchen ohne religiöse Ziele zu verfolgen, einfach in dieser Stille, in dieser Klausuren mal zu sehen. Und seit da bin ich jedes Jahr ein, zweimal in diesem Benediktinerkloster und genieße die Stille. Und bei meinem ersten Besuch ist mir unter all diesen alten Mönchen, zum Teil auch ordinierte Theologen, ist mir ein junger Mann, anfangs 40, aufgefallen, der heißt auch wie du, Martin. Und ich habe dann gedacht, mit diesem Martin möchte ich mal reden. Was machst du, junger Mann, unter all diesen Greisen hier, in dieser verstaubten, ja, in diesem Kloster, in diesem alten Kloster? Es ist noch ein Gymnasium angeschlossen. Er ist auch noch Lehrer an diesem internationalen Gymnasium. Und so habe ich ihn eingeladen, ob wir uns mal eine Stunde, zwei treffen könnten und diskutieren könnten. Hätte mich interessiert, von wo er kommt. Und irgendwann, ich möchte jetzt gar nicht alles sagen, was wir gesprochen haben, ein sehr, sehr sympathischer Mann. Es ist eine große Freundschaft entstanden, trotz großer theologischen Unterschiede, die wir haben. Aber ein heißes Eisen war dann doch auch noch zur Sprache gekommen und das ist die Maria-Anbetung, wo ich natürlich eine komplett andere Sichtweise als ein Katholik habe. Aber, und das ist jetzt interessant, dieses heiße Eisen hat uns nicht gehindert, eine Freundschaft aufzubauen, die bis heute andauert und wo wir auch über Sport, über Skifahren, über Snowboarden, über Problematiken im Lehren, im Gymnasium, über alles reden können, trotz des heißen Eisens ein respektvoller, schöner Umgang in einer neu gewonnenen Freundschaft entstehen konnte. Und das ist mein Erlebnis mit dem heißen Eisen kurz nach meiner Bekehrung zu Jesus Christus. Ja, ich gebe dir gerne, Martin, das Wort. Ja, übrigens mit dem Jehu, ja, verbindet mich auch eine Freundschaft. Der ist übrigens auch aus der Schweiz. Da hat er was Gemeinsames mit dir, lieber Gianni. Und ja, vielleicht werde ich ja nächstes Jahr mal ihn besuchen. Und auch wenn wir in diesem Punkt sicherlich ein paar andere unterschiedliche Meinungen haben bezüglich, ja, wie kann Gott eigentlich auch Kriege befehlen, ja, wie ist es überhaupt mit dem Leid der Welt, mit den moralischen Vorstellungen und Ordnungen, die es in der Bibel gibt, ja, wo Gott seinen Willen deutlich macht. Und ja, da gibt es sicherlich viele unterschiedliche Ansichten. Und trotzdem, also ich habe den Eindruck, er mag mich, er sagt es immer wieder und ich mag ihn auch, ja. Und da wird es sicherlich, wenn wir uns besuchen, so manche ja, angeregte Diskussion geben. Ja. Und wir leben ja auch in einer pluralistischen Welt, auch im christlichen Sinne. Ja. Das heißt, so alt wie die Kirchengeschichte ist, so alt sind die Diskussionen zwischen Theologen, Exegeten, Apologetiker, die gleiche Grundlage der Heiligen Schrift haben, vielleicht eine andere Übersetzung, aber ja, in Büchern, in Foren, in Diskussionen, in Gemeinden andere Schlüsse aus dem gleichen Wort Gottes ziehen. Und so ist es eigentlich normal, dass immer wieder wir an heiße Eisen rankommen. Ein Bibelvers, den mir sehr gefallen hat in diesem Zusammenhang, ist der Römer 12 im Vers 18. Und da steht, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Das heißt, ich kann eben auch mit dir, deinem Freund in der Schweiz oder ich mit diesem Bruder Martin in den Bergen, in diesem Benediktinerkloster, trotzdem noch ein gutes Gespräch führen. Wir haben ja diese Prägung aus der Zeugenzeit, oder? Dass mein Gegenüber in der Diskussion so lange für mich spannend und interessant ist, solange ich ihn als Missionsobjekt anschaue.
solange er von meinen Lippen abhängt. Alles, was ich sage von der WTG, das muss er akzeptieren. Sollte er auf die Idee kommen, dass er eine seine persönliche theologische Meinung mir kundtun will oder mich überzeugen möchte, dann reißt der Zeuge Jehovas aus, oder? Dann ist er weg, so schnell, wie er nur kann. Und das ist eben nicht der Umgang, den wir meinen mit heißen Eisen, dass man eben hinsetzen kann, sich respektieren und zuhören kann. Oder was meinst du? Du warst ja nie ein Zeuge Jehovas, Martin. Nein, aber ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, weil ich von Grund auf jemand bin, der zwar jetzt nicht die Wachturmliteratur so wichtig sehe, aber die Heilige Schrift als solche. Und da stand ich auch in der Gefahr, dass ich eben sage, gut, willst du nicht mein Bruder sein? Dann schlage ich dir den Schädel ein oder so ähnlich. Also das heißt, bist du jetzt mit mir in diesem Punkt gleicher Meinung, dann sind wir Brüder. Und wenn du das nicht bist, dann kann ich mit dir nicht mehr sprechen. Also diese Gedanken kann ich nachvollziehen. Ja? Und dann heißt es ja, wo setze ich jetzt an? Will ich jetzt die Bibel selbst relativieren? Das ist ja auch, jeder kann so denken, wie er will. Oder muss ich vielleicht anders denken? Also, dass ich sage, vielleicht ist meine Auffassung der Heiligen Schrift noch nicht völlig identisch mit der Heiligen Schrift. Das heißt, dass wenn jemand anders eine andere Auffassung über dieses Thema hat und es mit meinem Thema, mit meiner Erkenntnis nicht übereinstimmt, dass ich vielleicht meine Erkenntnis auch mal hinterfrage. Das kann ja möglich sein, dass ich noch nicht alles weiß. Ja? Das hat mir also auch schon geholfen in der Auseinandersetzung mit anderen, die eine andere Auffassung haben, dass ich eben sage, gut, die Wahrheit habe nicht ich gepachtet, sondern die Wahrheit ist die Heilige Schrift. Dein Wort ist Wahrheit. Und dann muss ich überlegen, hat der andere vielleicht nicht in allen Punkten recht, aber in einem Stück weit recht. Und ja, ich sehe mich aber auch in dieser Weise, dass ich nicht dem anderen immer zu gefallen leben will, ja, sondern ich stehe zuerst mal, so wie Elia, vor Gott. Also was ich sage, ja, ist in Abhängigkeit vor Gott und dann vor den Menschen. Also da möchte ich, also wenn es um heiße Eisen geht und man wird dann auch da hingeführt, dass ich dann auch irgendwo Stellung beziehen soll und muss, dann werde ich sie so beziehen, wie ich vor Gott ja das verantworten kann. Ich weiß aber auch, der Herr Jesus hat einmal zu seinen Jüngern Folgendes gesagt, in Johannes 16, Vers 12 steht es: Vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ja, das bedeutet auch, wenn ich vor Gott stehe, die Heilige Schrift als meine Grundlage habe, muss ich auch sehen, dass ich noch vor Menschen stehe und sehe, kann derjenige das jetzt auch ertragen? Oder braucht er einfach jetzt Zeit? So, weil es ja nicht so heißt, der Martin wird euch in alle Wahrheit führen, ja, also wartet auf den Martin, dass er euch in alle Wahrheit führt, sondern wer führt letztendlich in alle Wahrheit? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Und dann muss manchmal auch der Gläubige, der schon vielleicht auch sogar die Wahrheit hier in diesem Punkt erkannt hat, einfach zurückstehen und sagen, du, es dauert noch ein bisschen, ja. Gott wird zu seiner Zeit dies oder jenes dir und auch mir, ja, helfen, ja, die Wahrheit mehr zu erkennen.
Ich weiß jetzt nicht, Ich ob. fand Ja, bitte. ein guter Tipp in Jakobus 1,19, wo er schreibt: Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Wir kennen das manchmal, dass wir, während der andere spricht, der ein heißes Eisen präsentiert, wir in unserem Kopf eigentlich schon an der Antwort rumbasteln wollen, oder? Also wir hören gar nicht aktiv zu. Und das merkt unser Gegenüber. Wenn ich aber auf diesen Ratschlag eingehe und sage, werde als erstes ein guter Zuhörer, dass du, bevor du urteilst oder wenn du etwas nicht verstehst, was der andere sagt, jetzt eben dieser Benediktinermönch, der mir von der Maria-Anbetung erzählt hat, wir haben uns gar nicht lange über dieses Thema unterhalten, aber hätte ich da mehr wissen wollen, dann hätte ich sicher spannende Fragen gestellt, wie er darauf kommt oder wo er die Grundlage sieht und wie lange er schon an diese Theologie glaubt, etc. Aber der Gegenüber merkt, ob ich eine ablehnende Haltung habe, dass ich ihn schon lange verurteilt habe und ich bin eigentlich nur noch wie ein Zeuge Jehova dort, um ihm meine WTG-Theologie näher zu bringen oder meine Martin Tate oder Gianni Boschetti-Theologie, oder? Ich bin gar nicht aktiv dabei. Und ich glaube, das ist eine der Grundlagen, wie wir mit heißen Eisen umgehen. Zuhören, warten, Fragen stellen, ein offenkundiges Interesse zeigen an einer Meinung, die ich vielleicht gar nicht teile. Und das darf er auch wissen, dass ich das nicht teile. Weil manchmal sagen Menschen, schau, das ist so ein Knackpunkt, oder manchmal sagen Menschen, ja, schau, Gianni, ich berufe mich halt nur auf die Bibel. Und die Bibel ist mein einziger Grundsatz. Und dann frage ich mich immer, wenn mir jemand so etwas sagen will, werde ich immer hellhörig. Er sagt, ja, und auf was berufe ich mich? Also ich berufe mich nicht auf Mickey Maus Heftchen, sondern ich berufe mich auch auf der Bibel. Das heißt, dass wir die gleiche Basis haben, aber zu anderen Schlüssen kommt, das ist völlig normal. Das ist so alt wie die Kirchengeschichte, dass Theologen und Exegeten andere, ja, Schlüsse ziehen aus dem gleichen Kapitel der Bibel. Das ist so alt wie die Kirchengeschichte. Das heißt also, auch dieser Satz, ich berufe mich nur auf der Bibel, könnte eben wenig Feinfühl bezeugen, weil ich indirekt dem anderen sage, ich berufe mich auf der Bibel, du nicht, oder? Und da ist dann das heiße Eisen schon zu heiß, dass der jeglicher Dialog schon wieder zerstört ist, oder? Ja, bei mir ist es so, wenn jemand sagt, ich berufe mich nur auf die Bibel, dann würde ich sagen, hey, da können wir uns ja die Hand reichen. Also ich berufe mich auch auf die Bibel und übrigens, dass ich diesen Dienst Hilfe für Zeugen Jehovas überhaupt angefangen habe. Das hängt auch ganz stark damit zusammen, weil Zeugen Jehovas auch immer wieder dies sagen, wir berufen uns auf die Bibel. Das ist wunderbar, da haben wir eine gute Grundlage, können wir miteinander reden. Ja. Ja, also so, es kommt auch darauf an, wie man das im eigenen Ohr hört. Ja, also wenn jemand das sagt, ich berufe mich nur auf die Bibel. Und Gianni, ich bin auch Gott sehr dankbar, dass wir beide irgendwie doch auch etwas unterschiedlich sind. Ja, also du bist vielmehr so seelsorgerlich und wirklich sehr nett. Und ich bin vielleicht mehr so dogmatisch und weiß nicht, wie ich rüberkomme, aber wir ergänzen uns da sehr gut. Auch so in dem Vorgespräch, ja, das habt ihr Zuschauer natürlich nicht mitgekriegt. Ging es natürlich auch darum, wir sind nicht in allen Dingen einer Meinung, der Gianni und ich sind nicht, aber wir lieben uns und denken, Gott kann uns beide in unseren unterschiedlichen Ausrichtungen gebrauchen und die Heilige Schrift ist natürlich unsere Grundlage und unsere Erlösung in Christus.
Und jetzt kommt etwas ganz Zentrales, Martin. Ich unterstreiche jedes Wort, was du gesagt hast. Es ist tatsächlich so. Und jetzt gerade gestern Abend in unserem Hauskreis haben wir immer die Möglichkeit, dass jeder von uns ein bisschen seine Lieblingsbibelstellen vorlesen kann und eigentlich Kommentare dazu machen kann. Und ich habe mir gestern Abend den Kolosserbrief, Kapitel 3, den Vers 2 als Lieblingsvers ausgesucht. Und das kommt jetzt genau in dieses Thema hinein. Da steht nämlich Kolosser 3, Vers 2, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten. Und jetzt kommt der Punkt, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Auf wer? Im Vers 1 steht, auf Jesus, der zum Leben erweckt wurde. Wenn wir das als Grundlage haben, dass wir Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, dass wir wissen, dass er für mich, für dich und für diesen Bruder Martin im Benediktinerkloster und deinen Freund in der Schweiz und für viele, viele andere Exegeten, die eine andere theologische Meinung haben, dass er für uns gestorben ist und dass wir seine Nachfolger sein können. Da sagt Paulus, hört auf mit all diesen weltlichen Dingen und Streitereien. Konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und das, lieber Martin, das haben wir mehr, viel mehr als das, aber das haben wir als Basisgrundlage, dass wir beide ihm nachfolgen möchten. Und diese Theologie, da sind wir uns 100% einig. Und da möchte ich noch ergänzen, da möchte ich auch, wenn ich mich auf Christus konzentriere und auf den Vater konzentriere, dann kommen mir auch dann Stellen in den Sinn oder ja, beim Lesen, die ich nicht erklären kann. Oder wo man denkt, wie kann das Gott so zulassen? Ich denke jetzt mal so an die Stelle, Johannes 2, 19 bis 22, wo Jesus sagt, ja, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Und die Juden haben gesagt, verrückt, verrückt, wie kann das Jesus sagen? Wie lange haben wir gebaut? Ich glaube, 42 Jahre oder so, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl. Und die Jünger haben dies erst verstanden, als Jesus auferstanden ist. Die mussten die ganze Zeit mit diesem sperrigen Satz leben von ihrem Herrn. Ja? Oder auch später, wo Jesus sagt, in Kapitel 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ja, der hat das Leben oder so, ja. Das ist für die Juden damals gewesen eine Aufforderung zum Kannibalismus. Ja, klar. Wie so eine harte Rede. Und was machten die Jünger? Sie entschuldigten nicht ihren Herrn. Sie schämten sich nicht für ihren Herrn. Sondern sie haben gesagt, wir bleiben bei dir. Ja, wo, ja, wohin sollen wir gehen oder zu wem sollen wir gehen, heißt es ja, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und so denke ich, sind auch sperrige Dinge in der Heiligen Schrift zu finden, wie zum Beispiel das mit den Kriegen. Ja, das. Ich werde meinen Gott, an den ich glaube, nicht entschuldigen. Sondern er spricht, wie er spricht. Und ich glaube an ihn, weil er mir das Leben gegeben hat. Ja. Und so denke ich auch, wenn ich über Christus in den Mittelpunkt stelle, dann stelle ich ihn mit allen Aussagen in den Mittelpunkt, die er eben auch gesagt hat. Und ich bin sein Schaf und folge ihm nach. Ja. Und auch wenn heiße Eisen da sind, und dann kann es auch sein, dass ich sage, du, das kann ich selbst nicht erklären. Ich kann Gott nicht verstehen in seiner Liebe, warum er so liebt, ja, wie er liebt, dass er die Welt geliebt hat und seinen Sohn dafür gegeben hat. Wer gibt seinen Sohn für Menschen, die ihn ablehnen? Wer gibt es? Das ist unmöglich, ja.
Aber das ist die starke Liebe Gottes. Aber ich kann ihn auch nicht in seinen Gerichten verstehen. Ja, das kann ich auch nicht. Und ich werde mir meinen Gott nicht schminken, ja, sondern ich werde sagen, ich lese es so, es kann sein, dass ich es nicht richtig verstehe, weil wer bin ich? Ich bin ein kleines Würstchen, ein Mensch, ja. Ein Käfer kann keinen Menschen verstehen und ein Mensch kann letztendlich auch nicht Gott verstehen. Aber ich glaube an. Ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir Menschen, die eine andere theologische Wahrnehmung haben, die durch das gleiche Wort Gottes zu diesem Schluss gekommen sind, das muss ja nicht Endstation sein. Das kann, unser Leben ist ein Prozess. Also ich kann mich gut erinnern, Martin, eines unseren, ich lasse jetzt da die Zuschauer ein bisschen in unsere Diskussion hineinblicken, aber ich kann mich gut erinnern, als wir eines der ersten, nein, das erste Mal überhaupt uns getroffen haben in den Schweizer Bergen, schon wieder die Schweizer Berge. Ihr müsst alle mal in die Schweiz kommen. Das ist wunderschön. Und da habe ich gebetet in einem Zimmer mit Martin und da habe ich zum Heiligen Geist gebetet. Nicht nur, aber auch. Oder? Und das war eine theologische Differenz. Oder? Da hat mir, das war ein heißes Eisen. Oder? Und dann hat es doch, ich glaube, 6 bis 12 Monate gedauert, bis sich durch ein Video, das Martin mal gedreht hat, ein ganz guter Vergleich gemacht hat, mit einer Lampe, kann ich mich erinnern, und erklärt hat, dass der Heilige Geist eben ja, wichtig ist und auch Teil dieser Gottheit ist, aber eben, dass er eine andere Funktion hat als der Vater und der Sohn. Und das hat mich so eingeleuchtet, dass es für mich in demselben Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich meine Meinung revidiert. Also wir sind in einem stetigen Prozess. Ja, ich hab das revidiert und habe seit jenem Tag nie mehr zum Heiligen Geist gebetet, weil für mich war das klar, was du dort gesagt hast. Ob jetzt das ultimativ richtig ist, Martin, weiß ich auch nicht. Vielleicht werde ich meine Meinung in 12 Monaten oder in 10 Jahren noch einmal revidieren. Aber mit dem will ich sagen, hätten wir dort unsere Gesprächskultur auch gekappt und aufgehört, und ich wäre wieder ins Auto gestiegen in Richtung Zürich gefahren, dann wären wir heute nicht hier, hätten diesen Bibeltag nicht, diese wunderschöne Freundschaft und dieses theologische Wachsen miteinander. Und genau um das geht es bei heißen Eisen, dass eben die Gesprächskultur es aushalten muss, dass man am Tisch sitzen bleibt, miteinander respektvoll umgeht, demütig auch ist, oder dass man auch dem anderen nicht immer unterstellt. Das ist leider auch schon vorgefallen bei Netzwerken, die wir gegründet haben, dass man dann ins Beleidigende hereinkommt. Du hast keine Ahnung, du bist einfach nicht so gut ausgebildet wie ich, dass dann da schon persönliche Angriffe. Ich kann mich erinnern, wir mussten ein, zwei Personen entfernen aus diesem Netzwerk. Nicht, weil es die Meinung nicht vertragen hätte. Sie hätten gerne auf ihrer Meinung weiter erklären können. Aber es ging dann so weit, dass die Persönlichkeit anderer Menschen angegriffen wurde. Und das ist nicht der richtige Umgang mit heißen Eisen. Ja, da hast du völlig recht. Ich möchte den anderen wertschätzen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Also wenn ich den anderen auch liebe, dann muss ich erst mal auch schauen, warum denkt er so? Wie ist denn das? Wie ist denn sein Herz? Wie schlägt es denn? Ja, ich darf ja nicht nur auf die Worte hören, die jetzt rauskommen, sondern hinter den Worten steht ja meistens auch eine Geschichte. Ja, wenn es heißt, wie kann Gott das zulassen? Gestern habe ich gehört von einer Familie, die, also das sind die Kinder und die Frau im Haus verbrannt, in der Wohnung verbrannt
Und der Mann wollte noch löschen und er war schwer verletzt, ist dann rausgekommen. Wenn der dann fragt, wie kann das Gott zulassen, ich kann nicht mehr an Gott glauben oder so, dann will ich ihm nicht erklären, warum das die Welt in Sünde gefallen ist und dass das eben auch so passiert. Dann will ich ihm nicht das alles erklären, sondern ich muss mein Arm um seine Schulter legen und muss mit ihm weinen. Ja, das ist die Geschichte. Ja, und auch die Sache mit dem weiteren Wachstum. Gianni, wir werden immer älter. Du bist ja auch nicht mehr der Allerjüngste und ich komme jetzt bald in Rente hier, aber wir bleiben jünger. Ja, wir werden zwar älter, aber wir bleiben jünger. Wir werden nie der Allwissende sein. Ja, sondern wir werden immer Schüler sein. Immer. Und wenn man die Bibel sogar auswendig kann, ja, dann bleibt man trotzdem Schüler. Ja. Und ein Schüler hat immer noch ein offenes Ohr für weitere Erkenntnis. Er hat schon viel vorher gelernt und kann darauf aufbauen. Also einmal eins und so, das kennt er schon, ja, aber er wird immer noch auch in der Mathematik noch was lernen. Ja, und so ist es auch im Christsein. Ja, und wir können nicht nur von Gott lernen, sondern wir können auch von anderen Menschen lernen. Ja, Ich natürlich. habe ein ganz eindrückliches Erlebnis, das möchte ich ganz kurz erzählen, bevor wir so langsam in die Schlussrunde einbiegen und ein bisschen Fazit ziehen aus diesem Bibeltag Heiße Eisen. Auch eines meiner Dies-und-Dies-Erlebnisse. Es war Nachmittag, ich denke, es war Herbst. Und ich saß da auf einem Stuhl vor dem Kloster und war in meiner stillen Zeit. Und da hat sich ein Greis, ein Mönch der Leitung der Benediktinerorden dort zu mir hingesetzt und hat mich ausgefragt, wer ich bin und was ich glaube und so. Und es war ein gutes Gespräch. Und ich habe ihm auch von meinem Hobby erzählt, dass der Reformator Ulrich Zwingli, mein Lieblingsthema sei. Und dann hat er gesagt, der war gut 90 Jahre alt, dann hat er zu mir gesagt, ah, dieser Huldrych Zwingli. Ja, man kommt nicht recht raus, war er jetzt Theologe oder war er Politiker? Er hat natürlich darauf hingespielt, dass Huldrych Zwingli mit der Stadtregierung in Zürich enge Verbundenheit hatte. Das hat ihm auch genützt in der Reformation. Und es war ein bisschen eine provokative Aussage dieses älteren Herrn zu mir. Aber das Gespräch hat sich dann gewendet und irgendwann kamen wir auf einen Bibelvers. Ich, der kleine Gianni mit dieser theologischen Unwissenheit und dieser Mann, der, glaube ich, sogar in Rom zu einem Lehrkollegium gehört hatte in früheren Jahren, hat mir eine ganz wichtige Lektion erteilt und hat gesagt, schau, bei bi vielen Bibelversen ist es so, wir befassen uns viel zu lange mit der Schale, wie bei einer Frucht, und gehen nicht direkt zu der Frucht. Was ist eigentlich das Kernthema dieses Bibelverses? Und je länger das er geredet hat, dieser alte, weise und greise Mann, je mehr habe ich gedacht, so schön habe ich das Gespräch nicht abgebrochen, als er mir meinen Ulrich Zwingli angegriffen hat, sondern bin ich noch einen Moment länger gewesen. Der hat mir eine Lektion fürs Leben erteilt. Gianni, schau auf den Kern des Bibels, der Bibelverse und nicht nur auf die Schale. Bleib nicht stecken in dem, was vordergründig ist, sondern versuch, an die Kernaussage zu kommen. Was ist die Frucht? Wenn du eine Nuss isst, musst du auch zuerst die Schale öffnen, dass du ans Fruchtfleisch kommst. Genauso wie bei der Banane und bei vielen anderen Früchten auch. Gianni, bleib nicht bei der Schale. Das ist mir nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist eigentlich für mich in diesem Bibeltag jetzt heiße Eisen, dass die Schlussquintessenz, breche die Gespräche mit anderen Meinungen nicht ab.
sondern bleib daran. Und ich hätte diese Weisheit, die mir so viel gebracht hat, hätte ich nicht gehört, als ich, wenn ich verärgert aufgestanden wäre und hätte gesagt, ja, dieser alte Depp, wieso greift er mir meinen Lieblingsreformator an? Nein, ich bin dort geblieben und das Gespräch habe ich heute noch im Kopf. Und das soll eigentlich das Ziel sein. Und weiß nicht, Martin, hast du Schlussgedanken, bevor wir dann zur ultimativen Zusammenfassung kommen, für diesen Bibeltag heiße Eisen? Ja, also bei heißen Eisen, ich hatte mal da so ein, ja, auch so ein Kommentar bekommen unter meinen, ja, unter meinen Videos. Es hat eigentlich mit den Videos gar nichts zu tun gehabt, also mit dem Video, sondern eher, es ging darum, um dieses heiße Eisen, wie ist es mit der Homosexualität und soll man die heilen und so weiter. Und dann habe ich geschrieben, es ist jetzt nicht meine Aufgabe in diesem Punkt, ja, hier in diese oder jene Richtung zu sprechen, sondern meine Aufgabe ist, Menschen zu Jesus zu führen, so wie auch der Johannes der Täufer und so. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und wenn der, egal woher er kommt, ob er jetzt diese Neigung hat oder auch ja, eine, ja, in anderen Beziehungen lebt, ja, wenn er sich Christus anvertraut als guten Hirten, dann wird Christus ihm helfen. Ja. Und so gehe ich mit manchen heißen Eisen auch um. Natürlich habe ich eine Auffassung darüber. Ich lese die Heilige Schrift und kann dies und jenes auch beantworten. Nur denke ich, es gibt gewisse Räume, wo man so spricht und wo man vielleicht aber auch sagt, schau, da lege mal dein ganzes Leben in die Hand des Herrn Jesus und er wird dich führen. Ich bin nicht für alle Menschen quasi der Führer in dieser Weise, sondern der Herr Jesus ist es. Ja. Und so will ich auch ja mit, gerade in meinem Dienst für Hilfe für Zeugen Jehovas, mit heißen Eisen auch umgehen. Ich will den Menschen ja lieben, egal woher er kommt und welche Ausrichtung er hat. Er ist immer ein Geschöpf Gottes, ein sehr geliebtes Geschöpf Gottes. Und so, wenn Gott ja uns Menschen liebt, dann will ich auch die Menschen lieben, egal was sie denken. Ja, und ich werde sie dem guten Hirten anbefehlen und von dort aus werden sie ja dann auch weitergeführt. Ja, ich fand es spannend, dass wir uns über das unterhalten durften. Und ja, ich denke tatsächlich, wie wir gelesen haben, ganz am Anfang in Kolosser 3, Vers 2, wir haben diesen Jesus, konzentriere dich auf Jesus, hat Paulus dem Kolosser geschrieben. Konzentriere dich auf Jesus. Und das heißt nicht, dass du nicht über andere Themen reden kannst, aber akzeptiere, dass andere eine theologische, aus der gleichen Bibel, eine theologische Schlussfolgerung haben. Und ja, versuch keinen Buchstabenreiter zu werden, dass du auf allem, jedem Kommentar, der da irgendwie geschrieben ist, gleich eine Antwort geben musst und persönlich angreifen musst, sondern lass auch mal etwas stehen, wenn es nicht gegen das Evangelium geht, wenn es wirklich nicht eine Irrlehre ist, sondern etwas, das mich nicht von Jesus trennen wird, sondern dass ich wirklich da auch ja einen Buchstaben stehen lassen kann. Ich habe mir auch schon überlegt, was bringt denn wirklich Einheit? Was ist denn wirklich die Einheit? Und das habe ich entdeckt, indem wir uns Christus anvertrauen. Und dann werden wir Kinder Gottes. Also in Johannes 1, Vers 12 und 13, wer ihn im Glauben aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Und dann gibt es innerhalb der Gotteskindschaft,
Ja, die haben alle den gleichen Vater, ja, gibt es unterschiedliche Erkenntnisse, ja, wie bei einer normalen Familie. Da gibt es sogar Streit und weil da dort, aber die Einheit hat Gott geschaffen, weil wir Christus unser Leben anvertraut haben und ihm nachfolgen wollen. Natürlich nachfolgen. Ne? Heißt ja auch, Jesus sagt, ja, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ja, wir wollen ihn lieben. Klappt nicht immer so, wie er es möchte, aber so ist es. Wir gehören in der Familie. Und das ist die Einheit. Und viele Dinge, die wir sagen, das ist wichtig, ja, also wann kommt die Entrückung? Ja, vor der Trübsal natürlich. Andere sagen, na, in der Mitte oder am Ende. Es ist wurscht, wie ich über die Entrückung denke. Völlig egal. Denn die Entrückung kommt nicht, wenn ich denke, wann die Entrückung kommt, sondern die Entrückung kommt dann, wenn Gottes will, wenn die Entrückung kommt. Und wenn ich denke, ah, unsere Ewigkeit wird im Himmel sein, na, die anderen sagen, na, auf der Erde wird die Ewigkeit sein, ja, dann sagt, es ist völlig wurscht, was du darüber denkst, es ist völlig wurscht, weil du wirst dort sein, wo Gott dich hinstellt, oder? Ja, und so kann man verschiedene Dinge mal so durchdenken. Ja, was ist denn wirklich wichtig zu glauben? Und wenn ich dies glaube, ja, dann entsteht das. Also es ist wichtig, an Christus zu glauben, denn er errettet mich. Ja, wenn ich nicht an Christus glaube, dann ist meine Zukunft anders. Aber es gibt viele Dinge, die wir Menschen glauben oder Christen glauben, die aber sich dadurch nicht verändern, weil wir sie so oder so rum glauben. Ja, und deshalb, da sind manche Eisen dann vielleicht auch schon wieder etwas abgekühlt. Ja, dass wir sagen, die Entrückung ist für mich kein heißes Eisen. Ja. Zum Und Beispiel. ich denke auch, dass wir ja, vorsichtig sein müssen, mit anderen zu verurteilen. Das ist auch eine Art der Demut und der Bescheidenheit. Manchmal lese ich in Chats oder in Netzwerken, ja, die Baptisten, das sind, niemals würde ich zu den Baptisten gehen oder niemals würde ich zu den, was auch immer, gehen, in eine FEG oder wo auch immer hin. Aber ich finde das einfach schlimm, weil erstens kenne ich diese Menschen gar nicht persönlich. Da hat es Menschen, die sind ein Leben lang mit Jesus unterwegs und mit einem einfachen Satz verurteile ich da eine ganze Menge, Hunderttausende, Millionen von Menschen, die Jesus nachfolgen, die große Kämpfe in ihrem Leben gehabt haben für ihren Glauben. Und mit einem einzigen Satz verurteile ich da andere Menschen. Und das sollten wir unterlassen. Wir sollten wirklich Menschen akzeptieren, dass sie eine andere Meinung haben und dass sie vielleicht unseren Gott, unseren gemeinsamen Gott, auf eine andere Weise in einer anderen Struktur, in einem anderen geistlichen Zuhause, in einer Gemeinde anbeten, als wir es jetzt für gut halten würden oder wo ich mich drin sehen würde. Ich weiß nicht, ob ich in deiner Gemeinde mich wohlfühlen würde, Martin, oder du dich in meiner Gemeinde. Ich weiß es nicht. Aber eines haben wir gemeinsam. Wir haben den Herrn Jesus Christus, das Steuer unseres Lebens, übergeben. Er leitet uns. Und das Weißt du, ist Daniel, und ich will mich dort wohlfühlen, wo ich denke, da fühlt sich Gott wohl. Weißt du, wenn Christus dort angebetet wird, wenn der Vater dort angebetet wird, mit einer anderen Art und Weise, wie ich es gewohnt bin, dann will ich mich dort wohlfühlen. Ja. Weil ich sage, da sind meine Geschwister. Das sind die Menschen, die ja das ein bisschen anders machen als ich, aber sie machen es ja nicht verkehrt. Abschließend vielleicht noch vier zentrale Punkte dieses Bibeltags, dass wir wirklich nochmal unseren Zuhörern, glaube ich, so ans Herz legen möchten. Versuche, dem anderen zuzuhören. Versuche, die Brücke nicht abzureißen, nicht diese Zeugenmanier zu haben, dass der andere für mich nur interessant ist, solange ich ihn missionieren kann, sondern mit wirklichem Interesse ihm auch Fragen stellen kann, dass ich ihn besser verstehen kann.
Vielleicht kommt das Missionieren dann trotzdem noch. Der Heilige Geist wirkt nicht meine Überzeugungen, sondern er ruft, der gute Hirte ruft. Und vielleicht auch der Punkt, das Annehmen, dass andere aufrichtig eine Überzeugung haben. Vielleicht die falsche, aber das, was sie glauben, ist aufrichtig und das vertreten sie und sie meinen es auch aus der Bibel so gelesen zu haben. Nein, sie sind sogar ganz sicher, dass sie es so in der Bibel gelesen haben. Das darf ich akzeptieren. Breche nicht die Kontakte ab. Bleib am Tisch sitzen. Und der letzte Punkt, in Liebe und Respekt miteinander sprechen, auch wenn wir Differenzen haben. Nicht persönlich zu werden, nicht den Tisch verlassen, nicht anzugreifen, sondern wirklich zusammen versuchen, wie wir das Eisen pustend, das Eisen wieder ein bisschen abschwellen lassen können und miteinander dann ein gutes Gespräch haben können. Wenn es geht, noch mit einem Gebet. Das wäre dann das Ultimative, wenn man zum gleichen Vater, zum gleichen Herrn Jesus Christus beten kann. Ja. Hat uns sehr gefreut, liebe Zuschauer, dass du dabei warst. Einmal ein ganz spezielles Thema, heiße Eisen. Mal schauen, wo uns der Geist Gottes zum nächsten Thema führt. Aber schön warst du dabei. Lasse gerne deine Kommentare, auch ein Like. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal. Es gibt ganz, ganz viele Lernvideos, die Martin in den laufenden Jahren gemacht hat. Mir sind sie ans Herz gewachsen. Ich bin sicher, du wirst auch fündig werden. Ja, und auch ich möchte von hier aus Gottes Segen dir wünschen, lieber Zuschauer, und bleibe auch am Wort Gottes, lies es jeden Tag, ja, ernähre dich davon, wie deine sonstige Nahrung für deinen Körper, dass dein Geist davon geprägt wird, und Gott möge dir auch da im Wort immer wieder begegnen, noch viele Erkenntnisse schenken, ja, und sei da auch gegründet im Blick auf den Herrn Jesus, ja, nicht im Blick auf deine eigene Erkenntnis nur, sondern im Blick auf den Herrn Jesus, dem wir nachfolgen. Gott segne dich. Tschüss. Zusammen.